Hallo meine Freunde! Was geht? Kommt zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Rise of the Tomb Raider. Okay, ich habe alle Hinweise. Mal sehen, ob ich's hinbekomme. Oh shit. Nein, die war's nicht. Nein, Fehlanzeige. Dokumente durch, okay, Moment. Ah, okay, gut. Hinweise. Herrje, merk dir die Kombination, du alter Narr. Laras Expedition. Achso, ja, gut. Ich glaube, diese Reise war nötig, damit ich den Schritt... Nie. Scheiße, wie waren die denn nochmal? Eins war von Amelie, oder? Lara kam heute. Nee, Moment. Doch, hier. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, diese Reise war nötig, damit ich den Schritt wage. Ich konnte Richard in seinem Element erleben. Seine besten und schlechtesten Seiten. Ich habe die... Heute noch 4 Tage bis zu meinem Geburtstag warten. Wann war Ihr Geburtstag denn nochmal? Ich war heute kurz daheim, um meine letzten Gemälde zu holen. Besser gesagt, im Heim meiner Familie. Atlas ist da. Herrje, merk dir die Kombination, du alter Narr. Mein Lieblingsgemälde von Amelia, genau. Expedition, Schatz. Und Hochzeitstage. Hochzeitstag. Wo waren das? Geburtstagsexpedition. Alles ist... Nee. Milo. Sir Regin. Okay, Moment. Hi, Dad. Ich denke in letzter Zeit viel an... Wo waren das? Wo war denn das? Das Buch von ihm hier. Ich hab... Nee. Ich habe eine auch nicht. Ohne haben wir das Buch im Inventar? Ne, wir haben ja gar keinen. Suchen Sie noch, Weisen. Ich weiß ja nicht mehr, was die Vögel waren. Ach komm. Was ist dein Ernte, ey? Das Buch liegt da ja auch nicht mehr, ne? Nee, wir können es nicht nochmal angucken. Oder? Oder? Nee. Aber ich sehe auch nicht mehr... 2 Vögel waren das, ne? 2 Vögel. Ich habe eine kleine Karte für... Position? Alles ist so gut wie fertig für... Oh, was waren denn die 2 Vögel? War das eine 2? Ich weiß es nicht. Shit. Ist gerade ein bisschen bad. So minimal. So minimal bad. Ich muss nochmal in Amelias Reich. Um mir anzugucken, wann nochmal deren Hochzeitstag war.
4 Tage zuvor. War es nicht irgendwo hier? Ja, irgendein Bild oder nicht? Oh Mann! Nach allem, was Atlas getan hat, wie konntest du ihm von der Expedition erzählen? Mir wurde alles zu viel. Ich musste mit jemandem reden. Er ist doch schließlich mein Bruder. Ja, das hatten wir alle schon gehört. Moment! Okay, nochmal alles durchgucken. Ich war heute kurz daheim, um meine letzten Gemälde zu holen. Besser gesagt, im Heim meiner Familie. Atlas war da. Das mit den roten Blöcken, genau. Herrje, merkt ihr die Kombination? Rote Blöcke. Ich glaube, diese Reise war nötig, damit ich den Schritt wage. Ich konnte Richard in seinem Element erleben. Seine besten und schlechtesten Seiten. Ich habe die Reinheit und das Chaos seiner Leidenschaft erlebt. Und jeden habe Tag. Erkannt, ich will seine Leidenschaft in meinem Leben. Jeden Tag. Es ist getan. Richard wollte noch 4 Tage bis zu meinem. Ich glaube, diese Reise war. Achso. Moment, nein, 4 Tage? Ich glaube, diese Reise war nötig, damit ich den Schritt. Also eine 4. Und Laras Geburtstagsexpedition. Ich platze vor Stolz. Emilia ist schwanger. Unglaublich, wie ein so simples Ereignis. Bitte eines Bruders, genau, Entscheidungen, eine neue Liebe. Alles ist so gut wie fertig für Fräulein Laras Geburtstagsüberraschungsexpedition. Es war nicht einfach, die Sache zu organisieren und geheim zu halten. Sie ist besessen von Ex. Herrje, merkt ihr die Kombination, du alter Narr? Laras Expedition, Schatz. Mein Lieblingsgemälde von Emilia. Unser Hochzeitstag. Oh Gott. Oh Gott, Moment, Leute. Ich muss mal eben pausieren. Ich guck mir die Parts nochmal an. Okay, Leute. Ich glaube, ich hab's jetzt. Die 2 Vögel waren die Zahl 5. Eigentlich sollte man es hier auch noch besitzen. Und zwar hieß das Hieroglyphen irgendwas. Aber nein, wir haben es nicht mehr. Ja, eigentlich hatte ich das doch gefunden, oder wurde das nicht mehr gespeichert? Das kann natürlich auch sein, das wäre nicht cool. Aber naja, okay, ich springe hier mal ein bisschen lang. Genau, die 2 Vögel waren 5. Dann 4 rote Kreise. Und dann war der Geburtstag von ihrer Mom der 13. Das heißt, 4 Tage abziehen, es war der 9. Hat geklappt. Meisterdetektiv. Nice. Ein schönes Gefühl, dass Dad das behalten hat. Oh. Laras Abdruck. Nein, danach suche ich nicht. Niedlich. Ich bin wie betäubt. Es erfordert all meine Willenskraft, nicht der überwältigenden Trauer zu erliegen. Emilias Flugzeug in den Bergen abgestürzt. Oh. Sie starb allein im Schnee, in der Hoffnung, dass ich sie finde. Oh Gott, nicht sie, nicht jetzt. Ich ertrage das nicht. Ein Leben ohne sie ist unvorstellbar. Ich weiß, was ich tun muss. Ich bin entschlossen. Ich werde sie zurückholen. Vielleicht bin ich deswegen hier. Vielleicht ist das Schicksal ein Test meines Glaubens an die Wahrheit, die ich so lange suche. Roth wird dagegen sein, aber um Laras Willen. Ich kann ihr nicht in die Augen sehen, wenn ich es nicht versuche, Emilia zurückzuholen. Die Mönche bereiten das Elixier zu. Dann wird sich zeigen, ob meine lange Suche nach der Wahrheit umsonst war. Oh lol. Dad, was hast du getan?
Dads Fortsetzung zu seinem ersten Buch über Unsterblichkeit hat es nie veröffentlichen können. Handgeschrieben. Das ist das einzige Exemplar. Okay. Verdammt, auch nicht. Ich war sicher, dass hier drin ein Testament ist. Halt, was ist das? Weiß ich nicht. Eine leere Seite. Dad muss mir den hinterlassen haben. Bestimmt ist er wichtig. Feuer. Hitze. Geheimtinte. Geheimtinte. Komm, da unten mal ein Gimmer. Da ist ein Kamin. Ein Kamin. Oh, ein Kamin. Da. Eine Geheimnachricht. Ah, lol. Was sind das für seltsame Markierungen? Das muss eine Art Hinweis sein. Irgendwie so. So. Nee, gleich hab ich's. Irgendwie so. Oh nee. Okay, das ist, was ist das? Esstisch. Nee, ah, ist der Keller, ne? Hinter dieser Wand oder in dieser Wand. Okay, wir gehen in den Keller. Wir mussten dafür, wo war das nochmal? Hier hinten, ne? Hier, genau, hier rein. Und dann hier runter. Hier. Was konnte ich da gerade aufnehmen? Ah. Oh. Okay, wow. Hier runter, genau, noch ein Stück. Dann sind wir hier. Und das war hier. Hier war's. Oder? Hier ist der Tisch. Habe ich das noch? Nee. Hallo. Es war hier und dann hier irgendwo an diesem Tisch. Hä? Ach so, von hier aus. Oh. 7-7 ist schon vorgegeben. Nee. Oh. Nochmal das Video angucken, Leute. Bis gleich. So, ich glaube, ich hab's rausgefunden. 1, 4, 2. Ja, okay, es war richtig. Hä, wo denn? Ach, hier. Okay. Och Mensch, haben wir die Sachen echt nicht mehr hier? Oh. Eine leere Seite. Oh. Eine Geheimnachricht. Oh. Ha! Öffnet er die Geheimtür von innen? Hoffentlich setze ich hier nicht fest. Hat Dad all das gebaut, nur um seine Forschung zu schützen? Alter!
Tätowierung läuft im Geheimen. Die Arbeiter, die Roth eingestellt hat, wurden fürstlich entlohnt, damit sie keine Einzelheiten festhalten. Und ich bin zuversichtlich, dass nichts von meiner Arbeit nach außen dringen wird. Ich habe meine Funde zu sorglos präsentiert und die falsche Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Roth hält mich für paranoid, weil ich ein Geheimgewölbe baue, aber ich werde beobachtet. Meine Arbeit ist zu wichtig und vielleicht zu gefährlich. Sie darf nicht in falsche Hände fallen. Ich brauche einen sicheren Ort dafür. Okay. Alter. Die fehlende Seite der Renovierungspläne. Sie wollten nicht, dass jemand außerhalb der Familie von der Gruft erfährt. Ja. Kann ich nachvollziehen, du. Kann ich nachvollziehen. Oh. Dads tibetanische Schriftrolle. Bis weit in die Nacht hinein hat er sie immer studiert. Okay. Interesting, das gucke ich mir wohl. Vielleicht gelange ich ja damit in andere Teile des Anwesens. Ja! Tust du. Schön. Endlich. Für den Drachen, hallo. Die gehört zu einem Statuenset, das Dad in China gefunden hat. Er glaubte, es stamme aus dem Tempel von Xian. Muss ich mir irgendwann mal ansehen. Wäre geil, ja. Oh. Das war's. Ich habe getan, was ich konnte, aber meine Emilia ist und bleibt tot. Roth war entsetzt von meinem Plan und flehte mich an, das Ritual nicht zu vollziehen. Nicht aus Angst, es könnte funktionieren, sondern aus Angst, was ich tun würde, wenn es scheitert. Und es ist gescheitert, ohne Zweifel. Ich bin exakt nach meinen Erkenntnissen vorgegangen. Als ich den Stein in das Elixier fallen ließ und es an ihre Lippen hielt, dachte ich für den Hauch eines Moments, es hätte funktioniert. Es war Mitternacht und meine Taschenuhr blieb unerklärlicherweise stehen. Die Luft knisterte, wie kurz vor einem Blitzeinschlag. Einen Herzschlag lang glaubte ich, mir würde das Leben ausgesaugt, wie wenn man ein Glas leert, um es Emilia wieder einzuflößen. Ich hätte den Tod begrüßt, wenn ich dafür wieder Leben in ihren Augen gesehen hätte. Doch der Moment verging. Emilia ist tot. Und ich wurde nicht zum Orpheus. Wir kehren nach Hause zurück und betten sie zur Ruhe. Das schulde ich ihr. Ach, Mann. Du hast sie heimgebracht. Sie ist hier, irgendwo. Richard, ich wollte letzte Woche persönlich mit dir sprechen, aber dein Diener hat mich verscheucht wie einen gemeinen Hausierer. Er sagte, du seist untröstlich und könntest noch keine Besucher empfangen. Er sagte, du gibst dir selbst die Schuld. Dazu kann ich nur sagen, absolut zu Recht. Ich hoffe, du leidest. Ich hoffe, dass du für den Rest deines Lebens unter diesem Verlust leidest. Ich hoffe, du lebst lange genug, um zu fühlen, wie dieser Schmerz wächst, statt zu schwinden. Denn das hast du verdient. Du hast uns Amelia genommen. Du hast ihren Ruf ruiniert und ihren Verstand mit Kinderfantasien vergiftet. Du hättest sie genauso gut mit eigenen Händen erdrosseln können. Kontaktiere mich nie wieder. Aber du musst für die Zukunft deiner Tochter vorsorgen. Hast du schon mal überlegt, dass es besser wäre, wenn du Amelia möglichst schnell folgst? Als Laras gesetzlicher Vormund könnte ich den Schaden, den du dem armen Mädchen zugefügt hast, vielleicht noch teilweise beheben. Wenn nicht, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um den Namen Croft auszulöschen. Lara verdient Besseres als dich. Wie auch Amelia und wir alle. Atlas. Alter. Dieser Typ gehört geschlagen, ey. What the fuck? Dads gesammeltes Wissen. Hier drin stecken bestimmt unzählige Geheimnisse. Ohne Witz, was ist denn los mit dem Typen? Wie kann man doch mal so krass Salz in die Wunde streuen? Junge. Da ist eine Inschrift. Das ist das Croft-Universum. Unser Wissen liegt im Osten. Unsere Ruhe im Westen. Unser Morgen liegt im Süden. Und unser Gestern im Norden. Okay. Unser Gestern im Norden. Ob noch etwas anderes unter dem Anwesen ist?
Unglaublich. Selbst hier drin hat Dad seine Entdeckungen versteckt. Nein! Mach wieder an. Alter, warte, Leute, ey. Oh, da ist noch was. Liebster, es ist still. Es ist jetzt so friedvoll still. Selbst nach dem chaotischen und schrecklichen Absturz kann ich mich der Schönheit dieser Berge nicht entziehen. Ich verstehe, welche Magie dich hierher gelockt hat. Sei versichert. In diesem Moment spüre ich keinen Schmerz. Nur große Traurigkeit. Traurigkeit, dass ich dein Lächeln nicht mehr sehen konnte. Dass ich nie die wundervolle Frau treffen werde, die unsere Tochter sein wird. Es gibt so viel zu sagen. Hä? Aber ich bin müde. Die Sonne geht unter. Ach, Moment. Die Kälte der Nacht wird mich überwältigen. Ich weiß, dass ich bald einschlafen und in dieser Welt nicht wieder erwachen werde. Ich habe Angst, Richard. Gibt es ein Jenseits? Du weißt, Glauben war nie meine Stärke. Darum halte ich jetzt an deinem fest. Ich halte ihn so fest, wie ich nur kann, Liebster. Werde der Vater, den Lara verdient. In ihr werde ich weiterleben. Ich dachte gerade, wie kann sie das schreiben, wenn sie tot ist? Aber das war nach dem Flugzeugabsturz. Mom starb ganz allein. Sie war so tapfer. Okay, das breche ich noch auf, Leute. Aber Leute, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.